Hallo ihr Schnecken, einen wunderschönen guten Abend. Wir spielen, ich spiele, ihr guckt zu. Sekiro, es gibt noch einige optionale Bosse, noch ein paar Sachen, die wir liegen gelassen haben und die sammle ich jetzt heute auf mit euch zusammen. Konnichiwa. Schön, dass ihr da seid. Für alle, die das erste Mal dabei sind, da ist eigentlich schon alles gelaufen. Simon und ich haben in der letzten Folge den finalen Endboss Ishin, den Schwertheiligen, platt gemacht. Er hatte im Prinzip überhaupt gar keine muss permanent aufstehen. Das muss das Alter sein. Der eigene Körper durch den Hals entweicht. Oder die Seele so bruchstückhaft. Die Jugend wirklich so in Bröckchen rausgerülpst wird. Entschuldigung, das ist einfach das Alter. Wir haben die Ishin den Schwertheiligen gelegt das letzte Mal in wenigen Versuchen. Und jetzt gibt es noch so einen komischen Feuerdämon, den wir das letzte Mal so angefüttert haben. Der ist nicht so einfach. Und dann gibt es noch einige ausgegraute Buddha-Statuen. Und ich habe mir gedacht, das Spiel muss jetzt ja nicht unvollendet bleiben. Wir haben zwar den Endboss besiegt, aber hey, come on, man kann seinen Müll nicht liegen lassen. Und deswegen mache ich jetzt hier mal Fridays for Future Security Edition und räume hier mal auf. Und ich bin hier im Maroon Temple und ich wollte mal gucken, ob ich. Das ist der lilane. Den brauche ich. Der ist nämlich gegen Feuer. Und dieser Feuerdämon hat viel Feuer. Und ich dachte, das macht voll Sinn, wenn ich den habe. Aber ich sehe gerade, was war. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, nur Kohle. Okay, warte mal, das muss ich erst machen und das. Okay, ich brauche 2500 Mark. Jetzt ist die Frage, ob ich 2500 Mark auf Tash habe. Wie ich Simon und mich kenne, ist die Antwort nein. warte mal, das sind 1000. Ich habe 2000, oder? Das sind 2000, ne? Der eine ist 1000, das sind 500 und das sind nochmal 500, weil 5 mal 100, das sind 2000. Das heißt, ich brauche nur noch 500. Okay, das ist ganz geil. Dann werde ich jetzt mal, pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich marschiere jetzt mal so ein bisschen die offenen Punkte noch ab. Mal gucken mir das zumindest mal an, was da so Phase ist. Und sammel in der Zeit auch ein bisschen Geld. Okay, da komme ich ja von der Seite nicht hin. Von da, Tal unter der Brücke. Okay, das ist da unten. Da ist der Feuerdämon. Ja, okay, das ist da. Da könnte ich von der Seite noch runter, wahrscheinlich. Ne, da könnte ich noch hin. Und dann da weiter. Und was gibt's noch? Der Ashina-Burg. Ah ja, nach da oben ins Vorzimmer kann ich noch. Und da oben hin. Und altes Grab. Okay, von wo laufe ich denn da los? Ach ja, und den gibt's auch noch, Schrein der großen Schlange. Also, pass auf. Ich könnte jetzt vom Turmzimmer quasi rückwärts laufen, ne? Oder? Das geht doch. Ich probiere das mal. Und hol mir da die drei noch einfach, um mal ein bisschen reinzukommen wieder. Und ja, lieber Chat, liebe Zuschauer, natürlich, Simon ist gerade nicht da. Der hat noch anderes zu tun. Und deswegen mache ich das alleine. Das ist natürlich jetzt vom Entertainment-Faktor ist das natürlich nichts. Ne? Das ist wie die Bundesliga ohne den HSV. Aber es ist mir einfach ein persönliches Bedürfnis, hier noch ein bisschen aufzuräumen. Irgendwie, ich mag das nicht leiden, irgendwie so ein Spiel so. Wir haben zwar den Endboss besiegt, aber da liegt noch so viel rum. Und deswegen ist das natürlich jetzt keine reguläre Folge. Ah, guck mal hier. Ach, mit der habe ich ja schon geredet, oder? Nee, aber nicht, nachdem ich den anderen platt gemacht habe. Okami, ja? Ja. Mehr hast du nicht zu sagen? Habe ich noch Alkohol für die? Nee. Okay. Ja. Okay, da hat sich irgendwie gar nichts getan. Auf Wiedersehen. Ja. Okay, da hinten geht's nicht raus, da ist zu. Aber ich habe eben schon hier ein offenes Fenster gesehen. Kann ich doch bestimmt hier raus. Ich sitze hier so komisch, das fühlt sich nicht richtig an. Oh, da brennt alles. Wie sitze ich denn am besten? Weil ich kann sogar nicht spielen mit Schreibtisch.
Das kenne ich gar nicht. So habe ich ja noch nie gespielt. Okay, also, warte mal, jetzt muss ich erstmal checken. Hier ist doch der Dojo da oben, oder nicht? Hier habe ich doch. Ja, guck mal, hier ist der Dojo. Ah, siehst du wohl, da ist schon der erste. Buddha. So, komm her hier. Nice. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt, aber zumindest. So, und dann. Ja, ist da eine Planke. Ging das ja nochmal weiter? Ich konnte doch durch dieses eine Haus durch, oder nicht? Ist das schon das da? Sind auch alle weg jetzt? Hier ist überhaupt nichts mehr los. Hm. Sie sind alle Täter weg. Keine Schurken mehr da. Das da lang, darüber. Kann das sein? Oder in die andere Richtung. Probieren wir uns noch um hier. Da ist nämlich Sense, dann war das hier lang. Da brennt ja auch dieses Feuer. Huh. Wo wird gekämpft? Da unten wird gekämpft, okay. War das denn das da hinten? Da ist das das mit der alte drin war? Oder war das weiter hier oben? Ich guck mal da unten hin. Ich meine, da war doch immer diese Rede von, ich lasse die mal kämpfen, die nehme ich jetzt nicht, ich will darüber. Oh! Wer bist denn du? Oh, hallo, nein. Jetzt falle ich da rein. Okay, das wollte ich natürlich nicht. Ja, dann macht mal euren Job. Wer gewinnt? Bin ich original da, wo ich gar nicht hin wollte. Boah, die sind aber auch. Alter Schwede, okay. Alles klar. Mal wieder hier reinkommen. Wer ist das? Du mischst dich nicht hier ein. Lass die beiden mal schön hier ihren Kampf austragen. Aber gib mir sofort dein Geld. Wer gewinnt da? Oh, der gewinnt, der Rote. Muss ich mal kurz mal eingreifen. Und dem anderen Dickmops ein bisschen helfen. Haha. Guck dir das mal an. So, ich ergreife Partei. Ich bin wie so eine Macht, kennt ihr das so? Wie in irgendwelchen Märchen so. Oder wie bei Herr der Ringe, wenn so die Raben, die dürfen eigentlich gar nicht eingreifen in das Gleichgewicht der Mächte. Und ich bin auch so wie die Raben in Herr der Ringe. Jetzt klaue ich ihm den Kill, jetzt ist er schon mal richtig pisst. Ach, Mikiri, komm. Ah! Ah, dumm, ich lebe. Kein Problem, okay. Lass mal wieder reinkommen hier. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Ich brauche 500 Euro. Nicht genug. Ich habe original hier runtergeplumpst. Ich wollte hier gar nicht hin. Ich bin den ganzen weiten Weg. So, wie sieht das hier aus? Hier liegt auch Geld rum, weil die sich hier gebeult haben, die Jungs. Genau, da. Komme ich da jetzt noch ganz hoch? War das? Nee, das war nicht das Haus. Leider. Das war nicht das Haus, das war weiter da oben. Was ist hier noch? Wer battelt sich hier noch? Da liegt noch Geld, hier liegt noch ein Item. Wo wird denn hier gekämpft? Ich sehe nichts. Da. Naja, erstmal hole ich mir den. So, jetzt mache ich die erstmal alle platt. Der Reihe nach. Okay, du zuerst. Der besprüht Feuer. Unangenehm. Den hole ich mir zuerst. Oh, auch nicht. Ich bin tot. Okay, ist nicht schlimm. Ich wollte eh nochmal zu der anderen Buddha-Statue. Denn ich wollte, irgendwo gibt es diesen Eingang, wo man dann so da so unten so lang laufen kann. Das mache ich jetzt. Okay.
Ist das in Ordnung für euch? Oder? Und dann gibt's natürlich noch den Feuerdämon. Aber den mache ich dann als letztes. Ich weiß nicht, ob ich das heute überhaupt schaffe. Wie viel gibt's denn überhaupt noch? Gibt's da noch viel in diesem Spiel? Außer diesen Feuerdämon. Warte mal, und zwar irgendwo, war das auf dieser Seite? War das vielleicht auf dieser Seite? War das da? Das, was ich gesucht habe? Alter. Okay, wo wird hier gekämpft? Ist hier noch drin? Ist was Geiles? Alter, Text ein schwarzer Stift, die Klinge beschreibt. Ach, ist das die, die. Ach, nicht Ishin, Genichiro hatte? Okay, Drachenblitz, sterbliche Klinge, nee. Okay. Nee. Okay, das hier sind diese komischen. Da ist es auch nicht bei. Hier, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber das muss ich vielleicht mal am Buddha-Feuer machen. Oder könnt ihr mir sagen, was ich damit mache? Hündchen. Und hier war doch der. Genau, hier war nämlich Dings drin, der Ashina-Typ hier, Ishin. Ashina. Genau, hier habe ich mit dem Tee gesoffen. Und hier geht das irgendwie in diese Burg rein. Und da kann man nämlich von hinten rum auch kommen. Ah! Ah! Rotauge! Ah, oh, oh, Alter. Geh weg. Alter. Okay. Das ging jetzt schnell. Alter, lass mich doch mal. Arschgesichtiges. Okay. Ja, 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 okay. Jetzt weiß ich aber, was auf mich zukommt. Jetzt mache ich die Sau platt. Sitzt da einfach so ein Typ rum. Doch nicht, oder? So schon erlebt? So, habt ihr irgendwie geschrieben, was das ist? Was ich da gefunden habe, dieses Schwert? Das war nur Lore, kein Esoterik-Text. Naja. Okay. Nee, hier war das nicht. Wo ist der Homie? Da war das, ne? Ja. So. Muss ich mir erstmal diesen komischen Typen da. Mit viel Skill. Schleiche ich mich da mal an. Kann ich mich da irgendwie rumwienern? Vielleicht, pass mal auf, wenn ich. Hab ich nicht noch so. Upp, upp, upp. Erschien's. Konfekt. Ja, wollen wir mal ausprobieren. Ah, unsichtbar. Schleichmodus aktiviert. Ah, lauschen? Okay. Naja, so viel zum Thema. Komm, oh, Alter, bist du schnell. Oh, Rattengesicht. Ah, und dann noch. Okay, aber ich muss ihn blocken. Wenn dieser Blitz kommt, muss ich ihn blocken. Alle, warte doch mal! Kurz! Ganz kurz! Meine Güte, ey. Okay, der hat rote Augen. Rote Augen haben Probleme mit Feuer. Das weiß ich noch von diesem Oger. Und, die mache ich jetzt platt, die Sau. Der kann mich jetzt nicht mehr überraschen. Ich gehe jetzt hin. Zack, zack, zack.
greif ihn direkt an, schleichen geht nicht. Direkt ins Gesicht. Und dann ist er weg. So. Ist ja nicht, dass ich hier noch irgendwie so ein hinterlistiger, mächtiger Samurai, der nicht mitbekommen hat, dass der Krieg verloren ist für ihn. Warte mal. Wir mögen nämlich kein Feuer. Doch, wie so ein Feuer. Flammenrohr. Hab ich ewig nicht benutzt. Ja, tschüss. Ah, Alter. Ja, erstmal weg und heilen. Und wieder rein. Alter, ich bin doch. Ich komme gerade um die Ecke geschwänzt, ey. Mann, lass mich doch mal eben heilen kurz. Das gibt's doch nicht. So, jetzt komm. Selbst ist mein Ehrgeiz gepackt. Jetzt mache ich die Sau platt. Dann benutze ich das Feuerrohr, dann haue ich ihn einfach um, bis er tot ist. Mit seinen hässlichen roten Augen. Ich hau die Sau einfach weg. Rechts und links kriegt er jetzt auf die Backen, ey. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ich bin hier einfach, ich will nochmal hier alles sauber machen. Und dann zum Endboss laufen und dann stellt sich hier so ein kleiner verirrter Schwertmann einfach in den Weg. Alter! Ja, genau! Was hast du denn eigentlich für Skills? Ich bin ja mega schnell tot bei dir. Nein! Warte doch eine Sekunde, bis ich aufgestanden bin. Was ist denn das für ein Ehrenkodex? Du bist doch Japaner. Was ist denn das hier mit von wegen, ja, steh erstmal auf und dann geht's weiter. Aber ich hätte ihn jetzt mach ich ihn platt. Gibt's doch gar nicht. Steht der mir im Weg rum? Ich werde ihn jetzt mit Feuer eindecken, dann mach ich ihn tot. Und wenn er mir dumm kommt, dann drück ich ihm noch ein paar Sprüche, die seine Ehre beleidigen. Gibt's doch gar nicht. So, jetzt hoch da. Komm, los. Schnell weglaufen. Steck das Schwert weg. Lauf weg. Ah, wieso war der denn nicht? Weg. Wieso war der denn nicht hier gedödelt? Alter, Lecco mio. Der macht immer diesen schnellen Schnitt. Und der ist echt schnell. Aber ich habe ihn auch schon ein paar Mal gekontert. Ich muss einfach mehr mit dem Feuer arbeiten. Mit dem Feuer kann er. Wozu habe ich dir die ganzen Geisterembleme gefarmt? Feuer und dann ins Gesicht. Aber es macht natürlich, ehrlich gesagt, es ist befriedigender, wenn man den auskontert. Wenn man einfach seine Attacken schön auskontert und gar nicht über diesen Prothesen-Cheat gehen muss. Das fühlt sich irgendwie befriedigender an. Das ist doch nicht so. Wie schnell du bist! Alter. Hat man sowas schon erlebt? Das gibt's doch nicht, oder?
Was ist das jetzt hier für ein Roadblock? Mann! So! Meine Güte! Der ist halt echt mega schnell und macht ultra viel Schaden. Also fast so wie ich. Macht mir auch ultra schnell. So, ist egal, ich hau ihn jetzt weg. Ist die Chance voll. Was ist das für ein Typ? Wer bist du? Was fällt dir ein, mich hier zu nerven? Es ist jetzt zwar, fühlt sich echt cheesy an, aber wenn ich einfach nichts mehr sehe. Ja, wie? Wenn ich nichts sehe, kann ich auch nicht kämpfen. Nee. Oh, 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 jetzt kämpft er schon durch das, durch die Pagode da. Alter, lass mich schon mal. Das gibt's doch gar nicht. Den lungert er da rum und wartet nur auf mich. So, jetzt geh mal weg da. Das gibt's doch überhaupt nicht. Hat man sowas schon erlebt? Ich kann übrigens meinen Move hier nicht mehr machen. So, kannst du jetzt mal da weggehen? Ich komme da gar nicht mehr rein, weil der meine Füße attackiert. Ich renn da jetzt rein wie ein Fuchs. Ja, was? Da kann ich doch nichts machen! Oh, jetzt. Nein, 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 du dumme Sau! Das gibt's doch nicht. Ich war auf der Treppe und ich hatte aktiv geblockt. Und er hat aber unter meinem Block durch in meine Füße reingehackt. Das ist doch ehrlos. Und da habe ich die Hälfte meines Lebens verloren, deswegen. So, schon zu voll von diesem. Ich möchte gern. Typ. Durch die Flamme. Ich hatte ihn geflammt. Er war entflammt. Da. Ja, ich lebe ja noch! Ich habe ja noch gelebt! Ich hatte ja noch gelebt. Am Leben. So nicht. Okay, jetzt da rein und den Schnauze voll. Ich hatte original noch gelebt. Ich hing noch an einem Zipfel. Und dann bin ich da doch noch gestorben. Eine, teilweise sieht man einfach nicht, dass der diesen Move macht. So, arschgesichtiges Arschgesicht. Der ist ja so einfach! Wieso bin ich jetzt zweimal gestorben? Und eine Gebetsperle gibt er mir. Meine Güte. Unnötig. Einfach rumblocken mit dem Typ. Gar nicht lange aufhalten. Gibt's doch nicht. Ey. Hab ich so lange genervt. Ist hier eine Geheimtür? Eigentlich ist hier eine Geheimtür, ne? Okay. Ist hier noch irgendwas? Alles? Nee. So. Ist hier noch irgendwas? Hier war noch. Nee. Hä?
irgendwie nicht durch. Hier waren noch, da waren immer diese zwei Typen. Und da oben ist ein Buddha. Genau. Seht ihr wohl, was ich hier drauf habe. Okay. Ah ja, hier, guck mal, Gebetsperle. Nice. Das hat sich doch gelohnt. Ich habe schon eine Gebetsperle. Das ist mehr Vitalität. So, jetzt möchte ich mal gerne was wissen. Oh. Eine bessere sterbliche Klinge. Braucht 5. Und 4 für lebendige Kraft. Und dann kann ich die machterfüllte sterbliche Klinge machen. Okay. Aber mal, also das, was ich da jetzt. Ich habe es jetzt immer noch nicht gecheckt. Diese komische andere Klinge da, die ich da gefunden hatte. Was die mir jetzt bringt oder nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Okay. Aber jetzt bin ich hier und. Hier war. Ah, der steht da noch. Ich erinnere mich, hier war nämlich dieser Doppel. Wisst ihr das noch? Hier waren wir immer vorbeigelaufen. 1000 Mal. Und dann waren die hier zu zweit und die haben wir immer gesneakt. So. Apropos mein Geld, das ich verdient hatte, habe ich natürlich leichtfertig verloren. Aber 228 Mark habe ich jetzt schon mal. War noch ein bisschen mehr. Wie viele. Was fehlt mir denn hier noch an Buddhas eigentlich? Ist hier nicht gleich dieses. Ah ja, okay. Ach, hier hätte ich auch dann einfach durchs Fenster steigen können. War ich nicht von hier? Ah, hier bin ich doch runter. Okay, lass mich nochmal eben gucken, welche Buddhas mir fehlen. Mal schauen. Okay, die beiden, oberer Turm, Vorzimmer. Dojo, bin ich hier? Genau. Okay, das Vorzimmer fehlt mir noch. Und da bin ich überall. Schrein der großen Schlange brauche ich noch. Okay, das Vorzimmer. Ist das noch. Ist das auch noch was Geiles? Wo komme ich denn da am besten hin? Was ist denn der beste Weg? Das Vorzimmer war doch unterhalb dieses Fensters. Warte mal, sind wir denn nicht immer hier lang? Und dann muss das hier irgendwo. Ist ein Fenster. Da muss ich irgendwo hoch. Ein runter. Irgendwo muss hier ein Fenster sein. Hier wird wieder gekämpft. Da ist dann mal noch ein runter. Ah, hier ist noch ein geiles Vogelnest. Leichter Geldbeutel, sehr schön. Es lohnt sich doch immer, alles nochmal hier abzuwieseln. Sehr gut. Sehr schön. Okay, ist hier noch irgendwas Geiles? Das hier, da liegt auch noch was. So, wir müssen ein kleines bisschen Werbung machen. Wir sind gleich zurück. Dann räume ich hier weiter auf. Heute ist großer Aufräumtag bei Sekiro. Alles, was liegen geblieben ist, muss noch fallen. Soweit Fortschritt, eine Gebetsperle voll gemacht. Ist das nicht geil? Das ist schon mal nice. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, da seid ihr wieder. Ich bin in der Zwischenzeit ein bisschen, hab was gegessen und bin übers Dach. Ich stand tatsächlich schon direkt vor dem Fenster auf der Rückseite zum Eingang. Und zwar hier, guck mal hier, da stand ich eben irgendwo und habe ich hier durch das Fenster das blaue Leuchten gesehen. Dann muss ich nur einmal außen rum hier und hier hochhüpfen. Und jetzt habe ich hier den letzten. Glaube ich, ist es, glaube ich, der letzte. Buddha, dann wollen wir mal eben schauen, was fehlt. Okay, gut, das Schlangending. Okay, da bin ich jetzt. Dann fehlt mir noch die Schlange. Da weiß ich den Weg aber, weil wir den schon mal gesucht haben. Und da komme ich wahrscheinlich am schnellsten über das alte Grab. Nehme ich an. Und dann über die Brücke. Da gehe ich jetzt auch noch mal hin.
Und dann gibt es den Feuerdämon heute noch. Ihr könnt ja auch übrigens, wo bin ich eigentlich? Da bin ich, ne? Ihr könnt auch noch was schreiben im Chat, wenn ich noch irgendwas Geiles übersehen habe oder Simon und ich, was ich heute noch aufräumen soll. Heute ist ja Aufräumtag bei Sekiro. Dann schreibt das gerne hin, dass, wo ich noch mal hinbeamen soll, dann mache ich das. Jetzt, wie viel Geld habe ich eigentlich? Habe ich schon 500 Mark? Ne, ich habe immer noch 228 Mark. Okay, so, da rechts ist die Brücke. Gibt's hier noch? Der liegt da rum. Die sind ja alle, guck mal, die sind alle völlig K.O. Die wehren sich gar nicht. Den kann man auch Sachen klauen. Guck mal, die sind einfach völlig verängstigt. So, ich lasse die mal in Ruhe. Da geht's Richtung. Oh. Kann ich auch lauschen? Mal bei dem Lauschen? Lauschen. Wie kann ich entkommen? Alter, du willst desertieren? Was macht man mit Deserteuren? Das zeige ich euch jetzt. Tschüss. Das ist eh, der hat mich eh am meisten genervt hier, dieser Lanzenhaini. Ich finde, diese Lanzenhaini sind die nervigsten. Die haben eine ultra krasse Reichweite, wenn die noch schnell sind. Und hier geht's jetzt Richtung Schlangenschrein, das weiß ich, wie gesagt, weil ich das Simon schon mal gesucht hatte, als das letzte. Okay, diesmal sind hier aber offensichtlich Gegner. Was sind das für welche Affen wieder? Nein, noch nicht. Ach, ich wollte doch nicht. Jetzt habe ich außerdem die dämliche Klinge aktiviert. Alter. Seh dich gar nicht. So, dann mach ich jetzt mal hier schnell. Boah, der kam von hinten. Ah, ich wollte nicht die sterbliche Klinge. Aus Versehen. Aus Versehen. Zu viel sterblichen Klingen gezündet. Das macht doch eigentlich nur Simon. Ein Simon-Move. Wie viele Affen gibt's denn hier? Was ist das? Die kämpfen wieder miteinander. Sehen mich gar nicht. Affen mögen nicht das Feuerwerk. Das hat keine Verzögerung. Ich nehme mal lieber das. Lalala. Gehe ich da rein und zünde das Feuerwerk. Pass auf. Er ist ein Oberschurkenaffe. Ah, noch ein Oberschurkenaffe. Alter, wieso zünde ich denn die ganze Zeit aus Versehen? Habe ich das irgendwie verstellt oder was? Unübersichtlich, oder, Leute? Affen hier. Affentheater. Oh! Damit kann ich ja nochmal eine Auferstehung wieder zünden. Sehr geil. Und letztes Mal, als wir hier wieder ankamen, da war hier so ein fieser Samurai. Okay, scheint mir jetzt nicht da zu sein. Nehmen wir hier. Sehr schön. 312 Mark. Ich brauche ein bisschen mehr, um mir dieses Schild ausbilden zu können. Okay. Das heißt, jetzt haben wir hier an dieser Stelle alles gemacht. Ist das richtig? Mal reisen. So, Burg. Alles. Geil. Das sieht doch super aus. Okay, wo fehlt dann noch was? Aschine Umland. Okay, das. Die beiden Sachen, das, die sind die ganz am Anfang. Da ist ja. Okay, ich weiß nicht, ob das. Da könnte ich noch hin, aber. Da in dem Gebiet ist ja schon wieder der Endkampf. Also die sind wahrscheinlich eh irgendwie, keine Ahnung, da muss ich erst das machen. Okay.
Ansonsten ist hier ja alles da. So. Noch irgendwas vergessen, bevor ich den, bevor ich den Endboss jetzt final attackiere. Denn dann wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis ich wieder diesen, den Zombie am Tempel erlösen. Ja. Fountainhead Palace Zwischenboss. Fountainhead Palace Zwischenboss. Fountain of Palace. Fountainhead Palace. Wo war das nochmal? War das hier irgendwo? Palast der Urquelle? Nee. Palastgelände? Palace, ist es das? Ein Riesenkerl beim verlassenen Verlies. Die Kopflosen, alle Kopflosen. Wie viele passen? Palast der Urquelle, da ist noch ein Gegner. Am Palast der Urquelle ist noch ein Gegner. Palastgelände. Nee. Ach, warte mal. Warte mal, war das nicht? Und zwar, pass mal auf. Das war doch. Wo ist das? Pass auf. Nee. Ach, das ist schon so inneres Heilig. Okay, ich hab's verwechselt. Okay, also, du meinst, das ist Palastgelände, ja? Okay, ich gehe da jetzt hin. So, und dann schreibt ihr noch, oder JV schreibt den Riesenkerl beim verlassenen Verlies. Beim Blumenpanorama. Über die Dächer, beim Blumenpanorama. Über die Dächer. Über die Dächer. Über die Dächer. Hier? Und dann da über die Dächer, oder was? Ach. Hä? Wie konnte ich denn hier hinreisen, wenn der Buddha gar nicht aktiviert war? Kann mir das mal einer erklären? So, falscher Buddha. Falscher Buddha. Ja, okay. Welchen Buddha meint ihr denn? Könnt ihr das nochmal ein bisschen Buddha bei die Fische jetzt machen und sagen, welcher? Ach, da, Blumen, da steht sogar Blumenpanorama. Okay, ja, ihr habt's geschrieben, sorry. Es gibt sogar einen Buddha, der Blumen, mein Fehler. Ich möchte mich entschuldigen, recht herzlich. Ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt alles richtig gemacht. Ich habe alles falsch gemacht, ihr seid cool. Gut, da ist irgendwie auch noch, aber da waren wir doch schon. Das sah aus wie ein Bug übrigens gerade, ne? Schreibt hier auch, wo ist er? Jagdwurst. Das habe ich auch gerade. Ich bin noch dahin gereist und dann muss ich den erst aktivieren. Okay, und nun über die Dächer. Über die da. Oh ja, Gott, die sind ja die Flöten-Heinis. Okay, hier sind viele Dächer. Links. Links. Also wenn ich so stehe, in die Richtung. Links? Ich habe keine Ahnung. Da hoch oder was? Komm ich da hoch? Ah, da leuchtet was. Geil. Die Dächer. Ah, guck mal, was ist das denn? Hier ist ja auch noch mega Kram. Das würde mich ja auch noch mal interessieren, was das ist. Hier geht's hoch. Hier waren wir, glaube ich, wirklich noch nicht, oder? Bin ich hier richtig? Sind das die Dächer, die ihr meintet? Oh, gucken. Ah! Da muss ich direkt mal ran, an die Bulette. So, stirb! Da waren aber noch mehr. Da. Oh. Schleiche ich mir Schleichenstein. Au. Oh, Schwein. Das zahle ich dir heim.
Ernsthaft? Wen hältst du nicht denn? Und Geld. Oh Gott, da unten sind diese ganzen Flötendödelmänner. Das ist noch geiler Scheiß. Alter. Alter Schwede. Alter Schwede. Aber ich kann hier nicht schießen. Oh, den meintet ihr, ne? Das ist genau so ein Vieh wie dieser brennende Hornochse da. Komm her hier, Oxy. Oxymoron. Ein gemeiner Ochse ist ein Oxymoron. Haha. Weil ein Arschochse ist, ne? Komm her hier. Au, 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 mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Weil wir mal schön an dem Popo kleben hier. Ah, weg. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ich hänge in seinem Gebälk. Bleib mal stehen hier, Homie. Alter. Ja, na. Nicht aggressiv werden. Du hast es doch gleich geschafft! Au! Oh. Nein, so war das aber nicht gemeint. Na, weg. Komm her. Ja, hättest du wohl gerne, Homie. Eieiei. Was ist hier los? Ich kenne dich doch noch. Ich weiß doch, was du für einer bist. Letztes Mal hattest du brennende Hörner. Ah. Oho! Ei. Ei. Oh, was ein prächtiger, es tut mir richtig in der Seele weh. Was ein prächtiges Tier. Und eine Gebetsperle. Tierkarma. Eine latente Fähigkeit zur Erhöhung der maximalen Anzahl deiner Geisterembleme. Ah, das ist geil. Ach, tschüss. Aber das war offensichtlich das, was ihr meintet. Wie haben wir den denn übersehen? Wir waren doch hier, aber wir waren nicht hier hinten, ne? War der schon die ganze Zeit hier oder ist der erst irgendwie... Wie haben wir den denn übersehen? Simon und ich gucken uns auch immer sehr gründlich um. Voller Geldbeutel! Yes! Jetzt kann ich mir diesen Feuerschirm da gegen den Dämon kaufen. Die haben mich ja immer genervt. Okay, geil. Der ist immer da. Mit anderen Worten, wir haben den übersehen, ja? Wir sind einfach geradeaus weitergelaufen, ja, okay. Jetzt vom Palastgelände zur Futterstelle. Vom Palastgelände zur Futterstelle oder da, wo du sagtest, da liegt noch ein geiler Kram. Durch ein Loch tauchen. Mhm. Okay, da wo ich eben schon war. Hier gibt's noch geilen Scheiß. Hühnchen. Da war doch gerade ein... Geh ich da hin? Nirgendwo. Okay, das war da hinten rechts. Und dann muss ich mich da aber wieder zurückkämpfen. Habe ich mein ganzes Geld, ne? Aber ich habe jetzt ja auch diese... Genau, hier, da. Okay, warte mal. Ist das da das Blaue da, das Wasserloch? Wo ist der Eingang? Und hier sind wir eigentlich ja damals überall rumgetaucht. Hasse ich ja so sehr, ne? Ihr habt ja keine Ahnung. Muss ich da nach rechts wahrscheinlich?
Ah, was? Oi, du Homie. Was ist denn Stress? Okay. Oh Gott, ey. Ach na, hier drin waren ja auch wieder welche von diesen Typen. So, warte mal. Da kam ich her. Da, irgendwo in der Richtung. Hier waren wieder so viele von diesen Typis. Oh Gott, da hinten kommt es wieder. Das hier, ist es das? Oh ja. Ey, das ist ja geil. Das haben wir auch übersehen. Das gibt's ja nicht, ey. Hier geht's hoch. Alter, das ist ja geil. Okay, wir haben doch ein paar Sachen übersehen, Simon und ich. Schatzkarten schon. Noch ein Schatzkarten. Oh Gott, ey, ich kann doch jetzt so ein. Ich kann die ja mal ausgeben. Wir haben ja auch nicht. Oh, da ist noch eine Riesentruhe. Da ist wieder irgendwas Geiles drin. Noch eine Schatzkartenschuppe. Und was ist hier drin? Okay. Und was kann das Ding? Das muss ja schon irgendwie ein bisschen krass sein, oder? Was ist das denn? Hä? 25 Schatzkartenschuppen. Oh Gott, diese Fäule-Essenzen. Kann das sein, dass ich mal wieder alle retten muss? Habe ich das lange nicht mehr gemacht, wa? Was ist denn jetzt dieses Zeug, was ich da gerade eingesammelt habe? Habe ich das übersehen eben? Doof? Affenschnaps? Da, Wasser aus dem Palast. Könnt ihr mir mal sagen, was das macht? Noch ein paar Kilo, hast du einen dritten Punkt. Könnt ihr mir mal schreiben, was dieses Wasser kann, bitte? Und eine Gebetsperle ist im See? In welchem See? Im See da tauchen ist noch ein Kopfloser. Nee, die haben wir gemacht. In dem großen See waren zwei so Erscheinungen, die haben wir platt gemacht. Und dann haben wir wahrscheinlich auch die Gebetsperle. War die in so einer Truhe drin, unten im Wasser? Die nicht übersehen, ihr wolltet zu ihm zurück. Geheimraum im Hierawatta vor dem Schmetterling. Achso, ja, da waren wir, glaube ich. So, Leute, hier, was macht dieses Wasser da? Das Wasser ist nass. Das ist für den Alten im Dorf, der nach Wasser schreit. Das kannst du einem Typen im Mibu-Dorf geben, dem Priester dort. Ah, okay. Im Dorf Mibu. Und was kann, also was. Lohnt sich der Weg dahin für mich? Weiß es nicht. Hier habe ich jetzt alles. Das ist ja geil. Und kann man eigentlich den Karpfen irgendwie platt machen? Ich hätte gedacht, dass man vielleicht den nochmal wieder trifft. Aber dem ist ja gar nicht so. Warte mal, wie dumm bin ich denn? Jetzt bin ich wieder hier aufgetaucht. Erstmal zum Buddha wieder. So, alles klar. Wo gehen wir als nächstes hin? Du bekommst Fischschuppen. Lohnt sich Fischschuppen? Ja, bisher 25 Fischschuppen. Das Wasser musst du im Mibu-Dorf in dem Haus vor der Nonne dem Typen geben. Okay. Das Haus vor der Nonne. Das Haus mit der Tür im Boden. Ach, ich weiß, wo das ist. Ja. Okay. Okay, das ist die nächste Station. Mibu. Mibu. Da. Und zwar.
Das ist hier. Hier war die Nonne, oder? Ich glaube, das muss da sein. Dann muss ich zurücklaufen. Und da war so ein Haus und da ist so ein Oger und so eine dumme Hexe, die ihre Giftkrallen nach mir ausstreckt. Und da waren wir 1000 Mal, weil wir immer daran vorbeilaufen mussten, auf dem Weg zur Nonne, zur ersten Geistererscheinungsnonne. Die haben wir, glaube ich, 7 Versuche gebraucht. Das heißt, wir sind da 7 Mal vorbeigelaufen. Genau, hier war das doch. Genau, hier war der Kampf mit der Nonne. Und hier links ist gleich dann dieses Haus. Da schleiche ich mal, weil da ist dieser Oger. Will nicht, dass der mich sieht. Will den zuerst platt machen. Und dann... Okay. Und da ist die Hexe. Irgendwo da ist die Hexe. Ah, oh, Grauen. Die will ich zuerst platt machen. So, jetzt. Alter, Leute. Also diese grauen, diesen grauen Pistolenmann, da, dem. Den als nächstes. Ich stehe ja nicht so auf dieses Grauen. Ah! Jetzt hier die Schaufel-Heinis noch. Das ist ja Grabstein im Weg. Oh, noch einer. Ey, der Witzka. So. Siehst du wohl. Und das ist das Haus. Und da kamen wir über dieses Loch. Wie war das denn noch hier? Und dann war da so ein... Da konnte man so hochklappen. Oh, shit. Warte mal. Au. Da. Nee. Da. Okay, geil. Ich habe Gedächtnis wie ein Elefant. Und hier war dieser Typ, ne? Der hier. Okay, bin mal gespannt. Muss ich gegen den kämpfen? Doka. Nein, der labert wieder Quatsch. Da, Wasser des Palasts geben. Oi. Oi. Bin mal gespannt. Muss ich mich hier auf einen Kampf einstellen? Wobei der Typ ist mir echt nicht sympathisch. Ich weiß nicht, warum ich dem jetzt einen Gefallen tue. Der weiß nicht, dass ich da in dem Palast schon alles niedergemetzelt habe. Hat keine Ahnung, ne? Na, sonata ni kore o shinzeo. Drachenquell-Sake. Einer der besten Sake, gebraut von Ashina Braumeister mit Wasser aus dem Drachenquell. Das reine Wasser extrahiert jeglichen Geschmack aus Ashinas bestem Reis. Worte werden dem Geschmack nicht gerecht. Um ihn zu verstehen, muss man ihn probieren. Schon ein kleiner Werbespot, oder? So. Neuladen gleich dann. Wie neuladen und dann zu ihm zurück? Achso, weil dann verwandelt er sich, hattet ihr geschrieben, ja? Gluck, gluck, gluck. Okay, dann, geht wahrscheinlich schneller, wenn ich laufe. Er säuft. Dann kann ich hier wieder auch runtergehen oder ist das eine Einbahnstraße? Dann, hier ist nochmal wieder Eingang. Hier, und dann laufe ich schnell zurück. Das geht wahrscheinlich schneller als laden. Dann muss ich, was? Einmal neu laden und dann wieder dahin laufen. Und dann muss ich wieder alle platt machen. Und dann hat er sich verwandelt, oder was? Bin ich immer gespannt. So, einmal rasten. Einmal rasten. Können wir mal was Lustiges auswählen. Wir können ja mal ein bisschen... So, auch zum Beispiel diese Wurfsterne. Kann ich die Typen dann nicht auch mit Wurfsternen gleich mal platt machen? Obwohl, ne, jetzt muss ich erstmal... Stimmt, ne, den Typen muss ich erstmal... Schleunig das vielleicht. So.
Nein, 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 nein. Ich wusste nicht. Das ist nämlich die alte Dame da. Die hat Faustdick in den Ohren. Und jetzt da wieder rein. Und dann ist jetzt ein wunderschöner Schwan geworden, oder was? Ja, spannend. Oh nein, einer von denen! Das ist nicht fair. Ich meine, aber es ist schon geil. Es hat also, was er erzählt hat, hat tatsächlich funktioniert. Er hat sich verwandelt in einen für ihn aus seiner Perspektive höheres Wesen. Wer weiß, was die für eine Bewusstseinsebene haben. Ich meine, die sehen scheiße aus und benehmen sich auch so. Aber wer weiß, was die für eine Bewusstseinsebene haben. Vielleicht sind die eins mit dem Kosmos. Vielleicht reisen die im Geiste durchs Universum und haben Sachen gesehen und Erkenntnisse erlangt, die uns für immer verborgen bleiben. Und ich habe ihn einfach da niedergemetzelt, als wenn das jetzt irgendwie so eine Fliege im Oktopusgewand wäre. Wer weiß, was ich hier getan habe. Aber hey, er hat mich zuerst angegriffen. Und das war sein großer Fehler. Ja, man weiß es nicht, ne? Internet im Kopf, schreibt der. Es kann gut sein, dass sie Internet im Kopf haben. Wer weiß das schon, was die im Kopf haben. Okay, Leute. Nächste Station. Nächste Station. Ich laufe mal zurück zum Buddha. Und ihr schreibt mal, was ich noch vergessen habe. Das ist lustig, es macht Spaß. Wir arbeiten das hier alles schön ab. Irgendwann, also jetzt kann ich theoretisch auch nach Hause. Ich kann ja erstmal nach Hause und diesen Feuerschirm, den ich gerne wollte. Für den Kampf mit dem Dämon. Und während ich da jetzt hinfahre und das kaufe, damit ich mein Geld nicht noch irgendwie verliere, könnt ihr mir schreiben, was ich als nächstes machen soll. Im Mibu-See ist noch eine Perle drin. Aber ich bin bei 0 Perlen. Das heißt, damit mir das was bringt, müsste ich noch 4 Perlen haben. Also wenn wir noch 4 Perlen zusammenkriegen, hole ich die natürlich. Warst du schon in dem kleinen Tümpel, wo du zum ersten Mal auf den Affenboss getroffen bist? Ja, oder? Da waren wir noch mal. Dann, was schreibt ihr noch? Maroder Tempel beim Untoten in der Kiste schauen. Okay. Im Senpo-Tempel gibt es noch einen versteckten Miniboss. Nach der neu gebauten Brücke vor dem Dämon ist ein dicker Zwischenboss. Ach, echt? Nach der neu gebauten Brücke vor dem Dämon ist noch ein dicker Zwischenboss. Nach der neu gebauten Brücke vor dem Dämon. Nach der neu gebauten Brücke vor dem Dämon, okay. Okay, jetzt schaue ich erstmal in den Briefkasten da oder was? Das ist das, was ihr meint. Ah, Zombie-Mann ist da! Soll ich den befreien? Phantom-Kunai. 4500 Mark! Ein Kunai des Schmetterlings zum Verbessern des geladenen Wurfsterns. Beim Werfen ertönt ein Klingen und Phantomschmetterlinge erscheinen hinter ihm. Der Schmetterling sammelt schon als Kind Erfahrung. Wenn ihr eine süße Nase. Okay. Auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt keine 4500 Mark. Soll ich den jetzt hier erlösen, Leute? Soll ich das jetzt machen? Erlöse ihn. Okay. Ah, der hat auch so einen Wurm. Oh. Kurz und schmerzlos, aber der war freundlich. Den habe ich gemocht. Was ist das hier? Was hat er mir gedroppt? Ist ja nicht dieses Geld. Oh, ist das schäbig, dass ich jetzt. Ah nein! Versteckter Zahn. Ein falscher Zahn gefüllt mit einem geheimen blauen Shinobi-Mittel kann mehrmals verwendet werden. Für die Verwendung beißt man schnell und fest die Backenzähne aufeinander, was sofort zum Tod führt. Kann in bestimmten Situationen nützlich sein. Es muss wohl nicht extra gesagt werden, dass der erste Tod in der Regel der letzte ist. Hä?
Wann soll das denn nützlich sein? Könnt ihr mir mal eine Situation sagen, wenn das nützlich ist? Achso, und da ist das drin. Ja, okay. Bumkunai. Ja, wieder eine gute Tat. Okay. Was? Nimm den Wurm? Nee. Das ist, damit du eine Auferstehung nicht verbrauchst. Wie? Okay, dann bin ich tot und dann... Ach, wenn ich merke, ich bin eh... Ich schaff's nicht. Ist das so eine Situation? Wenn ich merke, ich schaff's eh nicht mehr, dann sterbe ich lieber, bevor ich im Spiel regulär sterbe und das verbraucht dann nicht diese Dingsbums, weil es nicht als tot oder was auch immer. Okay, ist das so? Und kann ich dann aber... Also dann bin ich quasi dann auch... Komme ich zurück zum Buddha, ne? Ich kann da nicht wieder aufstehen oder sowas. Okay, alles klar. So, Kohle her, Kohle her. Ich habe 1000... Dann nehme ich einen vollen. Ah, da kommen die Penunsen in die Tasche geflogen. Und dann noch ein 500er Geldbeutel. Los, gib mir das sofort das Geld. Jetzt gehe ich zum Baumstump. Ihr kennt das alles, ne? Ey, Leute, wie ist alle? Kann noch jemand zum Baumstump laufen? Ja, ich gehe schnell zum Baumstump. Ich habe 2500 Mark. Das brauche ich. Und jetzt kann ich mir diesen holen. Und der ist bestimmt prima. Okay, was kann ich noch? Noch irgendwas mega niceiges? Ich habe halt überhaupt nichts Lazuriges hier. Wann kriegt man denn diese blauen Materialien? Ich meine, das Spiel ist durch. Ich habe nicht eins von diesen blauen bekommen. Den kann ich machen. 1500 Mark. Und dann muss ich aber auch vorher den machen. Zwar nochmal 2500 Mark. So viel habe ich nicht. So. Nach dem alten Grab ist der Zwischenboss. Nach dem alten Grab ist der Zwischenboss. Nach dem alten Grab ist der Zwischenboss. Soll ich da jetzt nochmal hin oder was? Ja, hallo Devil Star. Grüße dich auch. Schön, dass du da bist. So, okay, Fischschuppen tauschen und Dämon geben, Lappis. Was? Mit Drachenschuppen kannst du die. Mit Drachenschuppen kannst du die blauen kaufen. Mit Drachenschuppen kannst du die blauen kaufen. Fischschuppen tauschen und Dämon geben. Der Dämon droppt Lapis Lazuli. Ach so. Im Palast der Urquelle gibt es 3 Lapis Lazuli? Was? Da war ich doch gerade, oder? Wo gibt es denn diese Lapis Lazulis da? Okay, also, der Reihe nach. Wir müssen das der Reihe nach abhaken, sonst verwirrt mich das. Der nächste Schritt, den wir uns überlegt hatten, war jetzt über diese Brücke da. Und da ist wohl auch noch ein Zwischenboss. Los, steh auf. Dann renn mal los. Bam und reisen nach dem alten Grab, habt ihr gerade gesagt. Da war doch die Brücke, da waren wir doch neulich und haben drüber geguckt und da war eine Brücke. Ich erinnere mich, die wurde errichtet und da wurde irgendwie gekämpft oder so. Meint ihr diese Brücke? Der Dämon des Hasses gibt 2 Lapis Lazuli, ja? Im Palast gibt es noch einen Schuppenhändler. Im Palast gibt es noch einen Schuppenhändler? Ach was. Und da kann ich mir von den Fischschuppen geilen Scheiß kaufen. Okay, also. Das war ungefähr hier lang. Und dann. Haben wir mit dem schon geredet? Weiß ich nicht mehr. Da ist die Brücke. Bald. Das ist Sie waren im Ministeriumsraum. Sie sind im Schlangental und haben eine Brücke hochgezogen. Ja, okay, ich rette Ashina, ist kein Problem. Klar, ihr, die mich die ganze Zeit hier genervt habt und mich
versucht habt zu töten. Euch rette ich jetzt, weil ihr es nicht geschissen bekommen habt. Ey, kein Ding. So bin ich zu euch. So bin ich zu euch. Oh, dumm. Ah ja, nee, doch, ist richtig. Da liegt auch ganz viel Geld rum. Ja, prima. Wer ist mit dem? Der hat keinen Bock mehr. Oh, okay. Jetzt gar nicht lange rumlabern, direkt halt machen. Oh, liegt hier Geld rum. Da kann man ja einfach immer spawnen und sich dann das Geld mopsen. Aber das ist nicht besonders viel. Was mit dir? Kannst du noch reden? Runzt und stöhnt. Mann, ja. Armer Kerl. Erstmal gibt's hier noch einen Schurken, den muss ich erstmal platt machen. Oder auf die Idee komme ich ernst. Ah! Nee, Artillerie! Weißt du was, kannst du mir mal hier... Das gibt's doch nicht. Da gibt's keinen Scheiß. Ich weiß, wo das ist. Ich kenne das hier ganz genau. Und da oben ist so ein Glockenheini gewesen. Hier war der Glockenheini. Ist hier noch ein Glockenheini? Nee. Ja, Mann, ich kenne mich doch aus. So, jetzt warte ich mal ganz kurz ab und guck mir erstmal die Situation vor Ort an. Da! Den! Das ist so ein Saufknabe. Ey, wie viele gibt's von denen eigentlich? Hab ich den nicht zuletzt? Oder ist das ein Samurai? Nee, das ist doch der Säufer, der hat doch gerade was in der Hand gehabt. Hab ich nicht das letzte Mal beim Uhu da schon so wieder einen von den Leuten da platt gemacht? Wie viele gibt's denn von diesen Säufern? Okay, guck mal, der sieht mich nicht. Das ist mega nice. Den werde ich hier erstmal. Hallo, Kumpel. Tschüss. Okay, wie viele gibt's denn noch? Hier stand immer einer um die Ecke. Oh, der sieht aber anders aus. Oh Gott, der erwartet mich ja schon. Haut er nochmal ab? Ja. Ah, falscher. Hätte ich mich kriegen machen müssen. Alter, kam ich nicht rechtzeitig hoch. Dumm. Hey. Unnötig, ich hatte 3 Auferstehungsmächte. Das war natürlich jetzt ein bisschen schade. Was? Noch einer? Wo kommst du denn her? Na, komm mal hier hoch. Problem. Ich habe schon 3 Dinger da wieder. Ich möchte demnächst mal gucken, was ich mir damit Leckeres kaufe. Okay, da ist einer. Kann ich den? Ist hier noch mehr? Warte mal. Jetzt muss ich erstmal die Situation checken. Okay, also da ist einer. Wenn ich mir den von hinten hole, das sieht der Typ auf jeden Fall. Da kann ich es durch Gebüsch. Kann ich den. Wie viel hat er denn überhaupt? Wie viel? Der hat wahrscheinlich wieder 2, ne? Okay, pass auf. Komm ich hier lang? Oh, Alter, das ist ja noch einer. Oh, gut, dass ich den gesehen habe. Ich wollte nämlich jetzt irgendwie auf den raufspringen, weil ich den jetzt nicht gesehen hätte. Okay, pass auf. Okay, der hat mich nicht gesehen. Puh. Alter Schwede, das hätte böse ins Auge gehen können. Wo ist jetzt der Heinmück? Da.
Sieht der andere Typ mich nicht? Er sieht mich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt... Kann ich auf den raufspringen? Aber das müsste doch gehen, ey. Und dann mache ich den erstmal eine Perle weg da und dann hole ich mir den anderen. Nein! Das hat nicht geklappt! Ah, scheiß drauf, den kämpfe ich jetzt so gegen den. Jetzt hat er ein Feuerschwert! Alter, du rattengesichtiges. Da reicht ein Kügelchen. Da kaum was passiert. Du bist aber ein selten aggressiver Heini. Nein. Ah, komm her, komm, trau dich doch. Alter, das tat weh, das sollst du nicht machen. Oh, jetzt will er wieder hier Feuer, Feurio. Alter Schwede. Ja, das tat weh. Das war unangenehm. Ja. Okay, geil. Ah. Da muss ich auch mal ein bisschen jetzt hier. Da muss ein Perlchen reichen, komm hin. Alter, was? Ein Schlag. Okay, ich wollte unbedingt diesen Dingsbums ausprobieren, das war keine gute Idee. Ja, mein Freund, was mache ich denn jetzt hier? Das spiel ich aber richtig schlecht gerade. Alter Schwede, was mache ich denn hier? Weg, los. Oh nee. Meine Güte. Wieso hat er nicht gewirkt? Ich habe noch 6. Ah, okay, jetzt ist gefährlich. Scheiße. Habe ich noch irgendwas Geiles? Also ich könnte die essen, ne? Aber die will ich mir lieber für den anderen aufsparen. Mist, ich habe nichts mehr. Ach Gott. Was? Reisbällchen? Reisbällchen? Wo habe ich denn übersehen? Süßes Reisbällchen. Okay. Na gut. Nur das war's.
Oh ja, ein bisschen, ne? Ich muss erstmal weglaufen, oder? Das Eier über Zeit, Eier. Okay. Aber schön ist auch aggressiv. Stirb. So. Hätte ich gar nicht gebraucht, ne? Ah, eine Gebetspelle. Okay, geil. Jetzt habe ich ja zwei. Aber jetzt lohnt sich das langsam ja wieder. Okay, jetzt lohnt sich das ja langsam wieder, noch Sachen zu machen. So. Ja, ich habe jetzt ohne Blocken gespielt. Natürlich, ich weiß mittlerweile, man muss bei Sekiro blocken. Aber hat doch auch so geklappt. Okay, gibt noch 6 Perlen. Okay, pass auf, ich habe 2 Perlen. Das heißt, langsam lohnt sich das wieder. Okay, Leute, wo ist die nächste Station? Mal, hier ist doch dann, hier war dieser Feueroger. Ah ja, und hier ist das, wo Simon lang gelaufen war. Da oben ist irgendwas. Hier, genau, alles klar. Und da hinten ist nämlich dann das. Ja, jetzt. Muss ich jetzt nicht machen. Gehe ich jetzt mal zurück zum Buddha. Beziehungsweise, warte mal, der war ja über an der anderen Brücke. Ja, da kann ich auch reisen. Oder hier ist ja eher. Nee, warte mal, hier ist alles sauber. Dann laufe ich da jetzt hin. Okay, ist da rechts? Nee. Ihr könnt mal bitte währenddessen in die Comments schreiben, wo ich als nächstes hin soll. Jetzt habe ich tatsächlich 2 Gebetsperlen. Warte mal, bin ich noch richtig an? Ne? Ja. So. Okay, also. Es lohnt sich, noch 2 Perlen zusammen. Okay, wir machen jetzt noch 2 Perlen, oder? Wo gibt es noch Perlen, Leute? Wo gibt es noch Perlen? Sagt mir das. Zum Schlangenschrein, da war ich doch gerade. Da weiter, wo du gerade warst. Hat er schon den Boss, Miniboss beim Schlangenschrein in der Erschienerburg? Hab ich? Weiß ich nicht. Hab ich den? War das der von vorhin? Wart ihr in dem Dach? Wart ihr in dem Dach? Pass auf, ich habe eine gute Idee. Ihr müsst eh ein bisschen, wir wollen ein bisschen Werbung machen. Und ich werde in der Zwischenzeit hier in den Chat gucken. Schreibt mir einfach, wo ich als nächstes hin soll. Und dann laufen wir da gemeinsam hin. Und vielleicht schaffen wir das ja noch, 2 Perlen zu besorgen. Wir können es ja irgendwie so machen, dass wir heute echt den ganzen Kram hier alles aufräumen. Und das nächste Mal dann noch gegen den Dämon dann kämpfen. Und dann machen wir heute hier schön alles sauber. Also schreibt in den Chat, bis gleich. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe ein bisschen im Chat hier gelesen und habe einem eurer Hinweise Folge geleistet und bin jetzt ins Dorf Mibu, weil ihr sagtet, dass es hier im Wasser noch was gibt. Ich bin einfach zur Wassermühle, weil ich dachte, das macht Sinn, wenn es um Wasser geht. Ich weiß jetzt aber nicht, in welche Richtung. Hier, guck ich mal. Tauche ich mal hier runter. Okay. Hier ist auf jeden Fall. Oh, hier gibt es ja noch karpfenartige Ungetüme. Boah. Rote Karpfenaugen. Kann man das schon hier machen? Der Forscher Dojun im verlassenen Verlies benötigt diese Augen, um sein Verfahren zu verbessern. Okay. Können wir ja gleich nochmal drüber reden, Leute. Ob ich da nochmal hin muss. So, okay. Wir halten still, das ist gut. Oh, guck mal hier, sieht das alles ekelhaft aus. Aber für den Geldbeutel macht man so einiges. Okay, warte mal hier. Sind das normale Leute oder sind das mutierte Leute?
Jedenfalls sind die alle, die stecken mit den Köpfen im Sand und überall diese ekligen Fische. Leichen oder was das ist. Bäh. Okay. Mal gucken. Da leuchtet was. Ist das hier vielleicht diese Perle? Jawohl. Alter Schwede, jetzt brauche ich nur noch eine. Die war ja easy. Okay, könnte ich noch eine haben, die so easy ist, bitte? Was ist da oben? Was leuchtet da oben? Ist da was? Hallo? Alter, da ist ja noch ein Karpfen. Gibt's ja nicht. Ah, what the fuck? Wer schießt? Noch ein Karpfen. Stehen die wieder auf oder was? Sind das Jesus-Karpfen? Also aufpassen, die sind ganz schön hartnäckig. Alter Schwede, wie viele gibt's von diesen Typen? Jetzt habe ich schon richtig viel Leben verloren. Okay, aber ich habe alles, was ich wollte hier. Ich habe. Komme ich hier irgendwo wieder hoch zu meinem Buddha? Der ist doch da hinten, oder? Ich bin auf diesem Wasserfall runter. Ist hier irgendein Haken oder so, an dem ich mich festhalten kann? Nee, ne? Ich komme nie wieder hoch. Okay, bevor ich jetzt irgendwas. Was ist mit dem Schrein? Zweites verstecktes Zimmer in der Ashina-Festung zwischen den beiden Buddhas im Ashina-Dojo. Zweites verstecktes Zimmer in der Ashina-Festung. Da war ich vorhin, ne? Kanonenfestung gibt es noch eine unter dem Boden. In der Kanonenfestung liegt eine unten bei den kaputten Planken, wo du den Miniboss First Try gemacht hast. Ich erinnere mich an den. Beim Affenboss in der Arena rechts zum Tümpel laufen und tauchen. Okay, das scheint mir das Einfachste, weil da waren keine Gegner. Und der Weg ist relativ leicht. Okay, Heimkehrerfigur ist mir zu blöd. Dann machen wir mal letzte besuchte Figur, ist eigentlich völlig egal. Okay, also. Beim alten Affenboss in der Arena rechts zum Tümpel laufen und tauchen. Und Kanonenfestung, das merke ich mir. Also die nächstbeste, die am einfachsten ist. Und dann haben wir schon wieder 4 Gebetsperlen gesammelt. Das heißt, ich kann echt noch so eine Kette knüpfen. Und dann habe ich bei dem Dämon am Ende 2 Perlenketten mehr als beim letzten Mal. Gebetsperle am schnellsten Zenbo-Berg im Wasser nach der Am schnellsten ist Zenbo-Berg im Wasser nach der Brücke im Wasser. Was? Zenbo-Berg? Im Wasser nach der Brücke im Wasser. Hä? Zenbo-Berg? Oh, mal gucken jetzt. Ich habe schon wieder 1000 Mark. Oh, warte mal. Da kann ich mir noch wieder Leckerlis von kaufen. Wie viel habe ich denn noch? 161 Geisterembleme. Ah, ich kaufe Geisterembleme davon. Geil. Langsam gehen wir die hier aus. So, Reisen. Okay. Zenbo-Berg wahrscheinlich. Was? Zenbo-Berg. Beim Affen liegt doch nur ein Köder. Was? Ich, Kollege 555. Nee, Kollege 555. Im Wasser ist eine Brücke und dann ins Wasser. Was? Am schnellsten im Zenbo-Berg im Wasser nach der Brücke mit dem Ritter. Oh, war das diese traurige Geschichte mit dem Ritter, der irgendwie seinen Sohn retten wollte oder so? Schnellstens im Zenbo-Berg. Okay, pass auf. Zenbo-Tempel. Welche muss ich denn dann nehmen? Inneres Heiligtum. Nee, Höhle im versunkenen Tal. Kannst du mir mal bitte sagen, Berg Kongo nach der Brücke? Okay, warte mal. Berg Kongo. Das hier. Ist das? Ist das, Tempelgelände. Das. Tempelgelände. Dankeschön. So, Tempelgelände. Dann gehen wir da mal hin.
Tempelgelände. Gut. Und dann werde ich schon irgendwie weiterkommen. Das ist ja geil. Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch zwei Gebetsketten voll bekomme. Das hätte ich nicht erwartet. Okay, da sehe ich schon mal Wasser, Wasser, Schmasser. Ist das hier direkt das Wasser da vorne? Oder hinten ist noch was Gelbes? Was ist das denn? Da war ich offensichtlich noch nie. Okay, da ist ja ein Wasserfall. Also da ist ja schon mal im weitesten Sinne mit Wasser zu rechnen. Ist das hier schon dieses Wasser? Geh erstmal zu diesem... Warte mal, nee. Doch. Okay, das war easy. Aber wenn noch mehr kommen, nehme ich natürlich meine geilen. Was ist das denn da? Habt ihr das gesehen? Der hat sich da im Baum versteckt. Was für eine lächerliche Aktion war das denn? Okay, nee, das ist tief. Also da war ja Wasser, meintet ihr das? Das hier? Hier? Tauchen? Ist hier auch wieder so eine Kiste oder sowas? Oder da liegt irgendwas Leuchtendes? Haben wir da? Komm mal. Hoch. Hoch. Da. Alter Schwede, da ist sie schon. Gar nicht in der Truhe, sondern liegt einfach rum. Ja, mega! Jetzt haben wir genug. Und was ist das hier für ein... Ah, das ist ein Buddha. Ja, mega. Ja, okay, die war tatsächlich einfach. Liegt da noch eine? Heiliges Kapitel infiziert. Ein heiliges Buch über Erleuchtung mit der Inschrift für das göttliche Kind des ewigen Wassers. Eine Ära lang wurde ich durch den Wurm gesegnet. Unsterblich zu sein bedeutet, den Pfad der Erleuchtung zu beschreiten. Und so muss ich erleuchtet werden, um meine Unsterblichkeit zu verstehen. Der heilige Drache soll aus dem Westen stammen. Also frage ich mich, wieso mir der Wurm gewährt wurde. Ja, okay. Ja, der sah den Wurm als Segen und der andere sah ihn als Fluch. Hoch, 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 hoch. So. Okay, dann will ich mal versuchen. Komme ich da ran? Ja. Wieder an meinen kleinen. Oder? Oder nicht? Komme ich da oben rauf? Huch, oh nein. Muss ich mich hier noch mit Wölfen rumschlagen? Oh, was soll denn das? Hier oben. Ist doch irgendwo mein Buddha, oder nicht? Da oben, ja. Okay. Mega. Nächste Gebetsperle zusammen. Guck mal einer an. Nice. Wie glaube ich jetzt? Neun? Neunte. Okay. Wisst ihr was, Leute? Dann reisen wir jetzt zu diesem Dämon, oder? So. Dann gehen wir jetzt noch die restliche Zeit zu dem Dämon. Wo war denn das nochmal? War das hier? Oder war das hier? Ja, Flammen des Hasses. Es gibt noch vier Perlen. Eine beim Gegner im verlassenen Verlies. Eine im See im Palast der Urquelle. Das Kapitel ist natürlich das Ende. Ach so. Kauf noch vorher die Aufwertung fürs Schild. Hab ich doch. Oder? Hab ich doch gemacht. Da. Susakus Lotus Schirn. Ei. So. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann würde ich sagen, Nils, haben wir noch 20 Minuten. Können wir uns mal ein bisschen eine Runde warm spielen hier. Habe ich was vergessen? Okay. Ich gehe jetzt daran, ich wämms den jetzt. Autsch. So. Au. Au.
bleibe jetzt einfach dicht an ihm dran. Das hat letztes Mal gut geklappt. Au, scheiße. Yes. Au! Riesenbaby. Au! Oh, schnell weg. Ah. Au, 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 au. Okay. Einfach dranbleiben, ey. Einfach immer hinterher. Das ist wie bei... Das ist ein Bloodborne-Gegner. Au. Au. Aber ich habe ihn ganz gut genervt. Mist, aber ich bin leider gestorben. Yes! Stufe 1! Und jetzt explodiert er oder sowas. Jetzt muss ich weg. Jedenfalls... Irgendwie konnte ich nicht an ihn ran. Los, mach was. Ja, jetzt. Oh, alter Schwede. Kann ich das irgendwie... Okay, das war geil. Das war der Feuerschirm. Habt ihr das gesehen? Oh, ich muss mich heilen. Nein, das tat weh. Autsch. Ah, oh, das war dumm. Ah, dummer Nils. Alter, was? Ja, genau ins Feuer reingespawnt, oder was? Alter, 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 Alter. Alter, hat er sie noch alle, ey? Dran, immer ich. Nein, was macht er jetzt? Au! Ah! Oh, okay, ey. Das war Glück. Oh. Geh weg, geh weg! Ah, der hat mich richtig erwischt. Ist schnell weg. Muss mich heilen. Alter, das ist ja wohl so lächerlich. Alter. Der erwischt mich nur so am Hacken oder so, ey. Was ist gemein. Alter, ich seh nix. Yes! Okay, ich war noch nie in der dritten Stufe, ich habe keine Ahnung. Nicht, dass er sich jetzt in Lava verwandelt. Kann ich hier jetzt eigentlich hauen? Nee. Doch, ich kann ja doch schon hauen! Wieso warte ich denn immer? Was ist das? Und ich kann ihn nicht blocken! Ey, das ist doch Cheat, ey! Was ist das denn? Wie soll ich denn... Ey, das ist ja so lächerlich! Ja, natürlich brenne ich! Was denn auch sonst?
Ja, mal ganz ehrlich, was soll man denn da bitte machen? Da war komplett 100 Meter Radius, irgendwie so ein... Alter, da kämpft man 10 Minuten irgendwie klein. Was macht man denn mit der Flöte? Das check ich nicht. Das habe ich das letzte Mal schon irgendwo gelesen, dass ihr gesagt habt, die Flöte ist gut gegen den. Aber welche Flöte? Haben wir die denn? Ja, eigentlich will ich gar keine Hilfe, aber jetzt in dem Fall. Weil es mich einfach interessiert. Wir haben nur diese, aber dieses, die muss ich upgraden wahrscheinlich erstmal, oder? Nicht die Flöte, direkt die mit Finger, mit dem Ring, weil der seiner Ex gehört hat. Ach was, echt? Die stunt ihn aber nur 3 bis 4 Mal. Dann hat er den Trick durchschaut, oder was? Ah, okay. Egal, ich mach das jetzt nochmal. Ich fand das jetzt nicht schlecht. Ich hab's zumindest zum ersten Mal in die dritte Phase geschafft. Jetzt sind aber meine Auferstehungsringe irgendwie weniger, glaube ich, oder? Und ich muss sagen, das ist ein sehr nerviger Kampf. Und es dauert ewig. Und dann ist man instant tot. Ich probiere es trotzdem nochmal. Alter Schwede. Eieiei. Warte mal, ich muss meine Perle hier sein. Und hier nehmen. Ah, alter Schwede. Okay. Au. Weglaufen. Schweinemann. Au, 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 au. Ah. In meinen Arsch. Nein, jetzt hat er mich erwischt. Ah, er macht mich. Au, shoot. Kurz vor seinem eigenen Ende muss ich hier so kläglich ins Gras beißen. Mist. Aber ist das dumm, was ich hier mache? Ich glaube ja. Au. Kann ich ihn jetzt doch schon direkt am Anfang angreifen? Ich check's noch nicht so ganz. Ich dachte, es ging nicht. Nee, es geht doch gar nicht. Jetzt kommt so eine Puffblase und dann... Jetzt, oder? Ja, nee, immer noch nicht. Shoot. Au, 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 au. Genau, ey. Ja, ist klar. Den Schirm soll ich nutzen. Ja, ich nutze den Schirm. Ey.
Goddammit. Oh, jetzt rennt er wieder weg. Muss ich schnell sein, sonst kriege ich seine Feuerantwort ab. Aua, au. Okay, das tat weh. Au, 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 au. Au, ich lauf mal irgendwie weg. Ich würde mich gerne mal heilen. Alter, was ist das denn gewesen für ein Move? Ich kann ihn gerade nicht mehr anvisieren jetzt. Ja, ich hatte ihn noch. Ja. Okay, und jetzt weg. Und das geht dann erst ganz in der dritten Phase. Okay. Glaub, wann nimmt er denn jetzt Schaden? Mann, ich war doch... Naja, kann ich doch gar nicht ran. Nein! Ah! Oh Gott! Nee, dumm in den Move reingedreht. Dumm! Alter, shit! Ja, da konnte ich nicht mehr reagieren. Der ist auch original direkt neben mir noch. Der Lump. Oh. Nein. Ja. Oh, Alter, ich hab's geschafft. Dumm! Oh, aus irgendeinem Grund habe ich es geschafft. Nein! Nein, nein, nein! Ja, ich wollte natürlich erstmal nah ran. Wenn ich mich heil. Ich habe das Gefühl, wenn man einmal weit weg ist, dann hat er so fiese Distanzangriffe. Mist, ey. Okay. Und wieder renne ich an. Es gibt so ein geiles Gedicht. Wie hieß das noch? So, ist ein englisches Gedicht. Da geht es darum, dass man die Kavallerie immer wieder anstürmt und so. Und daran fühle ich mich gerade erinnert. Ja, ich wusste, dass das passiert. Dieser Drecksmove, weil ich ja. In den hohen Sack.
weg. Ich hab's doch kommen sehen. Alter, der kam der zweite Fuß. Ich hab das schon gecheckt. Dumm, das war dumm von mir. Das muss ich in der Tat zugeben. Oh Gott, hier bin ich eingekerkert. Okay. Okay, die erste Phase schaffe ich jetzt fast immer. Das ist ein gutes Zeichen. Alter, wie denn? Bin doch so. Ja, ach komm, Leute. Keine Chance, ne? Bin doch. Da kam ich. Habt ihr das gesehen? Kann ich den Sprung nicht mehr machen. Gut. Aber ich habe das Gefühl, ich komme voran. Das ist das Wichtigste immer, finde ich, bei diesen Bosskämpfen. Ja, kannst ruhig da im Hintergrund auch ein bisschen rumbrüllen. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man das Gefühl hat, man kommt voran. Und ich habe bei dem das Gefühl, ich lerne immer mehr Moves und kann immer mehr, okay, jetzt machst du das, machst du das, kommt, okay, diesmal macht er beide Beine und bla und hochspringen, wenn er das dasht und so. So Purple muss man sich das aneignen. Und ich habe jetzt schon ein deutlich besseres Gefühl als das letzte Mal. Und das nächste Mal muss er dann fallen, oder? Also ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Ich guck noch mal ein bisschen rein in den Chat, was ihr so schreibt, verabschiede mich aber für den Moment. Und morgen bin ich wieder da, kann das sein? Ich guck mal kurz in meinen Kalender, bevor ich Tschüss sage. Ganz kurz in meinen Kalender gucken. Morgen ist nämlich Donnerstag, genau, 15 bis 17 Uhr. Gleiche Uhrzeit, gleiche Stelle. Ich freue mich auf euch, dann muss der Dämon liegen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Mhm.